Ui. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Begegnung. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, zunächst die Frage, ob es unter Ihnen Personen gibt, die wünschen, dass wir das Gespräch auf Hochdeutsch führen, die den Dialekt nicht verstehen. Okay, wir führen das Gespräch auf Hochdeutsch. In dieser Ausstellung hier im Käfigturm sehen wir berührende Porträts von 25 ehemaligen Verding- und Heimkindern. Erstellt hat sie der Keystone-Fotograf Peter Klaunzer. Ich habe heute Abend die Gelegenheit, mit einer dieser porträtierten Personen über ihr Schicksal zu sprechen und dies unter dem Titel Emotionale Entwurzelung und ihre Folgen. Herzlich willkommen, Theresa Rohr. Ja. Die Porträtierten, die machen in dieser Ausstellung ihr Schicksal öffentlich. Also sie geben hier auch sehr Intimes preis. Sie sprechen über ihre oft sehr traumatische Vergangenheit. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt auch sehr viel Mut gebraucht hat. Wann hast du, Theresa, dich entschieden, den Gang in die Öffentlichkeit zu machen? Und was waren die Beweggründe dafür? Also im 2004 habe ich begonnen, es ist einfach entstanden, da hatte ich Schweiz aktuell gesehen und da hat die Moderatorin gesagt, Verdingkinder hätte es bis 1950 gegeben. Da habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Da habe ich mit dem Fernsehen Kontakt aufgenommen und habe gesagt, das mindestens bis 1970. Und die haben sich dann entschuldigt und korrigiert und haben mir dann von vier weiteren Frauen, die sich auch gemeldet haben, natürlich auch nach Anfrage die Adresse mitgeteilt. Und da haben wir uns, fünf Frauen, haben wir uns am Treffpunkt Zürich getroffen und haben gesagt, wir müssen was machen. Also, ja. Aber ihr habt euch nicht gekannt. Wir haben uns nicht gekannt. Und im gleichen Jahr, das war anfangs März, und da haben wir uns getroffen mit einem Historiker in Langnau, haben dort die Ausstellung angeschaut über Verdingkinder im Emmental. Und da haben wir beschlossen, so, und wir gründen eine IG. Und das ist auch zustande gekommen. Und im November, im gleichen Jahr, haben wir eine Tagung organisiert mit den Historikern zusammen. Und wir haben gedacht, ja, vielleicht kommen 60 Leute. Wir haben kein Geld in der Kasse gehabt, nichts. Mussten aber halt, die Leute mussten Eintritt bezahlen. Und da kamen gegen die 200 Leute, das war... Also viel mehr als erwartet. Viel mehr. Also das hat mich erschüttert. Und ich habe auch da öffentlich an dieser, habe ich meine Geschichte so rudimentär vorgetragen und da wusste ich, ich muss dranbleiben. Auch mit diesen vielen anderen Schicksalen habe ich mich auseinandergesetzt und habe gesagt, da muss Respekt und Würde her. Wie war das dann insbesondere auch in den Anfängen? Wie stark wirkte auch eine gewisse Signalwirkung? Eben auch, du sagst, du hast andere getroffen, es kamen 200 Personen an die Veranstaltung. Hat das sehr schnell auch bei anderen Betroffenen etwas ausgelöst, dass sie mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit gehen wollen? Viele haben sich wieder zurückgenommen. Das hat zu viel aufgewühlt bei ihnen, aber es wurden dann Regionalgruppen erstellt damals, ich glaube 8 oder 9 in der ganzen deutschen Schweiz und da gab es schon Zulauf, aber immer wieder Weggänge und Neuzugänge, viele konnten sich nicht outen, wenn ich das so sagen darf und das ist auch schwierig. Und wie bist du bis dorthin mit deiner Vergangenheit umgegangen? War das nicht ein großes Thema? Hast du eigentlich darüber geschwiegen oder hast du schon im engeren Kreis das manchmal auch erzählt? Wenig, weil
Ich habe gemerkt, es kam immer wieder Scham auf, mich so zu zeigen. Und ich hatte von klein auf, um mich zu schützen, habe ich meine Seele eigentlich richtig eingepanzert. Und dann ist das ganz schwierig, das Innerste dann preiszugeben. Weil ich habe oft gemerkt, ich kann nicht vertrauen. Und über diese Geschichte reden konnte ich mit ganz, ganz wenigen. Um ja nicht wieder verletzt zu werden oder nicht ernst genommen zu werden oder sagen, ach ja, wir mussten auch arbeiten und. Einfach so, ja. Ihr habt dann eine Vereinigung gegründet? Verdienkinder auf der Suche nach... Nein, Verdienkinder suchen ihre Spur. Suchen ihre Spur. Ja. Und wie war dann dieses Engagement? Das hat dann richtig auch den Wunsch ausgelöst, in die Tiefe zu gehen und das wirklich voranzutreiben. Genau, ich habe gesehen und gehört von vielen anderen Verdienkindern, was sie miterlebt haben. Und also, es hat auch bei mir einiges, ganz vieles ausgelöst. Und ich habe gespürt, ich muss ran. Ich habe schon vorher habe ich Therapien gemacht, aber das hat mich nochmals gedacht, ich muss das nach außen bringen. Das geht nicht mehr so. Das war 2004, als du damit begonnen hast, und da war auch das Thema in der Allgemeinheit noch nicht so bekannt. Es hat sich in den letzten 12 Jahren viel verändert, es hat sich viel getan. Jetzt auch gerade im Zusammenhang mit der Wiedergutmachungsinitiative. Wie beurteilst du das, was jetzt alles um dieses Thema geschehen ist? Ich bin sehr dankbar, dass die Gesellschaft... Vor allem auch, wenn ich jetzt euch viele Personen heute sehe, das Interesse, dass die das ernst nehmen, nicht mehr wegschauen und dass das wirklich eine große Thematik geworden ist. Und ich bin froh, dass es zur Wiedergutmachung gekommen ist. Also wie gesagt, das haben wir schon mal besprochen, Wiedergutmachung ist nicht so ganz das glückliche Wort. Viele haben gesagt, ja, könnte vielleicht Schmerzensgeld heißen oder so. Und ich finde es gut, dass wenigstens ein kleiner Teil darin besteht. Aber ich habe dann, letztes Mal bin ich wütend geworden, wo die Frage aufkam oder wo jemand gesagt hat, ja, man müsste vielleicht fragen, was die mit dem Geld machen, wenn das ausgezahlt wird oder wenn jemand das Geld nicht will. Und ich habe gesagt, das ist so persönlich jetzt, das geht niemandem was an. Wenn es jemand in den Kamin steckt, ist das dem seine Sache. Zum ersten Mal hat er was in den Händen. Viele haben das Bankbüchlein ja gar nie mehr aufgefunden. Sie mussten betteln oder sie mussten... Und jetzt bekommen sie was in die Hände. Da müssen sie gar nicht Rechenschaft ablegen, was damit passieren wird. Also da, ja... Es wurden auch im Rahmen dieser Wiedergutmachungsinitiativen Zahlen genannt, wie viele Betroffene es noch gibt, die noch am Leben sind. Und da wurden Zahlen von 12.000 bis 15.000, wenn es mir recht ist, genannt. Mit der Geschichte öffentlich machen oder eben auch aktiv darüber sprechen, was glaubst du, ist das mittlerweile zur Regel geworden oder gibt es immer noch die schweigende Mehrheit, die nicht darüber sprechen wollen, die das für sich behalten, die damit kämpfen? Es gibt sicher noch ältere Leute, vielleicht die haben auch keine Enkelkinder, die sind vielleicht allein und die nehmen das, ich denke, ins Grab. Die können nicht darüber sprechen. Ich habe selbst einen Bruder gehabt, also der Letzte, der... Ich hole jetzt aus, der Suizid begangen hat, der wollte nicht darüber sprechen, er konnte nicht, er wollte nicht.
und hat das einfach verdrängt. Bis zuletzt. Gehen wir mal zurück in die Anfänge zu deiner Geburt. Schauen wir uns die Familienverhältnisse zuerst einmal an. Wir haben das ein bisschen auch zusammen schematisch dargestellt, um auch die Übersicht zu geben, weil wenn man es nur erzählt, ist das manchmal ein bisschen schwierig zu merken. Und deshalb haben wir das kurz in einer Präsentation gemacht, dass die Mutter von Tesa Rohr, die war bereits vorher einmal verheiratet und hat dort zwei Kinder geboren, eine Tochter und einen Sohn. Und schon da, das ist wirklich auch ein tragischer Umstand, dieser Sohn ist dann bereits während der Schwangerschaft, als deine Mutter mit dir schwanger war, ist der Sohn tödlich verunglückt. Der Mann ist dann an Tuberkulose gestorben, hast du gesagt, und die Mutter hat dann später wieder geheiratet, das ist dein Vater, und dort sind dann 5 Kinder auf die Welt gekommen. Eigentlich sind es 6 Kinder gewesen, aber bei der Geburt des 6. Kindes ist deine Mutter dann zusammen mit dem Kind gestorben. Du warst damals 2 Jahre alt, als deine Mutter gestorben ist. Du bist 1946 auf die Welt gekommen, 1948 ist sie gestorben. Dein Vater, er hat sich dann eigentlich zur Betreuung auch, man muss auch sagen, das war das Jahr 1948, als die AHV eingeführt worden ist, da ist auch so ein bisschen die Frage, ob es da schon auch Unterstützung gegeben hat, finanzielle, aber auf jeden Fall ist deine Haushaltshilfe gekommen und dein Vater hat sich dann später auch verheiratet mit dieser Haushaltshilfe und aus dieser Ehe sind nochmals 4 Kinder geboren worden. Also Sie sehen, es ist deshalb diese Übersicht, das ist nicht ganz einfach, damit wir die Familienverhältnisse auch im Kopf haben und das sehen, deshalb haben wir das mal kurz so dargestellt. 5 Kinder, also du hast 4 Geschwister, das können wir auch schon vorwegnehmen. Du bist nur noch du am Leben. 3 deiner Geschwister haben sich das Leben genommen und eine Schwester ist an Krebs gestorben. Also das sind so kurz zusammengefasst einfach die ersten Jahre und wir haben gesehen, eben mit 2, als du 2 Jahre alt wirst, stirbt deine Mutter. Kannst du sagen, was ist danach passiert? Also jetzt bleibe ich gleich bei diesen 2 Jahren. Ich denke, also ich habe ganz sicher diese 2 Jahre von meiner Mutter viel Liebe und Vertrauen geschenkt bekommen. Das spüre ich ganz intuitiv. Und das war dann abrupt weg. Und die erste Zeit, das war schrecklich. Also die älteste Schwester, die ist über 80 jetzt, die musste mit 12, wurde sie von zu Hause weg. Wer sie verdingt hat, weiß ich nicht. Sie ist zu Bauern gekommen und ich habe sie ein paar Mal getroffen und sie hat mir gesagt, ich musste immer zu euch schauen und ich durfte, das war eben die Stiefmutter, die wir hatten, ich durfte nie mit euch Weihnachten feiern. Ich musste in dieser Zeit, ihr habt drinnen Gedichte aufgesagt und Lieder gesungen, ich musste draußen Schuhe putzen. Da habe ich keine Erinnerung daran, ich war zu klein. Und dann, wie meine älteste Schwester, die war mit 12 Jahren, wurde sie weggegeben. Und da waren schon nächste jüngere Kinder da und mein Vater, der war Fabrikarbeiter, hat viel getrunken. Und so wir waren sehr armengenössig. Also wir mussten von der Gemeinde unterstützt werden. Auch die Wohnung wurde von der Gemeinde bezahlt. Und immer wieder Umzug. Und wir sind immer im
Kanton Luzern geblieben. Aber das heißt, ich habe das in meinem Zeugnis gesehen, habe ich so zusammengestellt, wo bin ich zur Schule, wie lange, manchmal nur 2 Monate, dann wieder an einem anderen Ort. Und so wurde mir der Boden weggerissen. Ich hatte keine, wo habe ich meine Wurzeln? Aber der Grund für die Umzüge, die sind dir auch nicht bekannt. Ich denke, mein Vater hat halt das Geld in die Wirtschaft gebracht und konnte die Miete nicht bezahlen. Und so hat die Gemeinde wieder eingegriffen und ja. Du hast deine Geschichte ja auch im Buch von Loretta Selias veröffentlicht, mhm. und dort steht auch geschrieben, sobald dein Vater mit der neuen Partnerin zusammengekommen ist, steht dort, und dann ging der Horror los. Mhm. Wie äußerte sich dieser Horror mit dieser Frau? Ja, eben, sie hat veranlasst, dass meine beiden älteren Schwestern, also die Halbschwester und meine Vollschwester, weg mussten mit 12. Die waren vielleicht aufmüpfig geworden und sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass die wegkamen. Und sie hat uns geschlagen, grundlos. Sie hat uns extra, morgens um 5 mussten wir aufstehen und sinnlos Kartoffeln im kalten Wasser draußen waschen im Winter. Kalt gewordene Hände und nachher zur Schule rennen im Schnee. Und sie hat uns absichtlich später zur Schule geschickt. Und dann hat sie Nachbarskinder gefragt, ob wir zu spät zur Schule gekommen sind. Und dann hat sie uns wieder geschlagen. Sie hat uns dauernd geschlagen. Und sie hat uns verdorbenes Essen gekocht, also Birnenmus, und statt Zucker rein hat sie Salz reingemacht. Oder sie hat Holunderbeeren genommen und hat daraus Schlee gemacht und den Rest gab sie uns zum Essen. Wenn wir morgen nicht gegessen haben, dann mittags und wenn nicht, dann wieder abends. Und wir hatten halt Hunger. Sie hatte ja dann auch eigene Kinder. Wie war das? Ging es denen auch schlecht oder war das einfach auf euch Stiefkinder bezogen, diese Gewalt, die sie anwandte? Da weiß ich zu wenig. Ein Halbbruder hat mal gesagt, ja, sie mussten auch zu Bauern gehen und Obst auflesen, aber ich denke nicht, dass sie auch so geschlagen wurden. Und wir sind ja dann alle, ich war 7, meine kleine Schwester 6, der nächste Bruder 8, der andere 9. Die Schwester war ja schon weg. Und dann sind wir einfach von der Schule nicht mehr nach Hause. Sind einfach mit dem Schulranzen am Rücken sind wir losmarschiert. Das nachts war das und dann hielt ein Auto an und die Polizei hat uns in diesen schwarzen Wagen verfrachtet. Und hat uns diese Nacht, ich habe wie einen Filmriss, ich weiß nicht, wie, die haben uns Geschwister getrennt und jedes kam in eine andere Familie. Ich kam zu einer Familie in eine Sägerei. Das war schrecklich, die haben 24 Stunden, hab die Maschinen gedröhnt. Ich habe ein schönes Zimmer gehabt, ich wurde nicht geschlagen, aber sie war Hebamme, die war auch nachts, war die immer weg, unterwegs, ich war allein im Zimmer. Mein Leben war geprägt von Angst. Erstens diese Sägerei da und diese Maschinen und ja, ich musste zu den Hühnern gucken und habe halt dann ich habe Angst gehabt eigentlich von den Hühnern, musste immer die Eier holen und ich musste die Eier in den kleinen Dorfladen bringen und dafür einkaufen. Und dann habe ich das halt dann die Angst überwunden und habe jeden Tag ein Ei geholt
oder zwei oder drei, wie viel die gelegt haben. Und dann bin ich jeden Tag zum Laden und habe mir Schokostängel geholt. Und dann kommt mal die Pflegmutter mit mir zusammen in den Laden und hat gesagt, sie muss neues Futter kaufen. Die Hühner legen nicht mehr. Und dann sagte ich, ja, Theresli kommt jeden Tag mit Eiern. Die Hühner legen wohl. Und dann, ja, also da hat sie mich mitgenommen zu einem Psychologen nach Luzern. Und das war, ich habe das recherchiert, das war dieser Dr. Gügler, der mich dann mit 10 versorgen wollte. Ja. Also in die psychiatrische Klinik eigentlich. Mich nach Oberzehl in St. Gallen versorgen und sich dann mit dem Mädchen befassen. Und dann sagt ein anderer Arzt, jawohl, ich unterstütze dies. Das machen wir. Und da kommt der Dritte, das war mein Schutzengel, sage ich immer. Der hat gesagt, um Himmels Willen, das kommt nicht in Frage. Ich sei ja nicht geistesschwach und wie heißt das andere Wort, ist egal. Also eben, ich sollte abgestempelt werden als schwachsinnig und geistesschwach. Und dann, er hat dann gesagt, das ist überhaupt nicht, ich sei einfach in der Trotzphase. Und er würde plädieren, dass ich ins Kinderheim komme. Gleich. Noch mal schnell, also 1955 habt ihr beschlossen, nach der Schule nicht mehr zurückzukehren. Genau. Also man muss sich das ja vorstellen und darauf werdet ihr eigentlich auseinandergerissen. Also du kommst trotzdem vom Vater und von der Stiefmutter weg, landest dann bei einer wildfremden Familie, wo die eigentlich die Stiefmutter, die Pflegmutter, weil sie Hebamme ist, gar nicht zu Hause ist. Bis dort nach diesen Ereignissen bist du eigentlich immer alleine. Ja. Und das führt dann eben auch zu einem Zustand, dass du sehr große Angst gekriegt hast. Mhm. Und wie ist dann im Rückblick eigentlich dieser ein traumatischer Moment? Ist das noch eine sehr deutliche Erinnerung oder beginnt das dann quasi wie aus einem Selbstschutz auch zu verschwimmen? Wie muss ich das mir vorstellen? Jetzt habe ich diese Frage nicht ganz. Eben diesen Moment, dass ihr sagt, wir gehen nicht mehr zurück. Und ich glaube, du weißt ja wahrscheinlich auch nicht genau, wie das dann abgelaufen ist, wieso du zu dieser Familie kommst, wie das alles da passieren, einfach Dinge mit dir. Und die sind schwierig zu verstehen. Wie rückblickend, wie bleibt das in Erinnerung? Das ist schon sehr. Ich muss sagen, ich kann das immer noch nicht ganz wegstecken. Erstens, ich konnte ja nie Freundschaften schließen in der Schule. Ich war dann wieder, musste ich mich neu orientieren und das Vertrauen konnte nie entstehen. Also die Angst, Misstrauen, das hat mich fast durchs ganze Leben mitgetragen. Das verschwand eigentlich nie. Es ist auch viel Einsamkeit ist damit entstanden. Wir haben auch keine zu den Geschwistern. Wir durften uns nie sehen. Wir sind zur selben Schule gegangen, aber wir konnten uns nicht sehen. Gut, Buben und Mädchen waren getrennt, aber dann auch im Kinderheim. Ich habe meinen Bruder nie gesehen. Also, das war schon, also die Prägung, die geht schon nie ganz weg. Du wurdest dann eben auf Empfehlung des Kinderarztes oder des Amtsarztes in ein Kinderheim versetzt. Dort, offenbar stand dort in den Unterlagen des Kinderheims, dass du beim Eintritt total unterernährt gewesen seist. Und während 3 Wochen nur Suppe essen durftest, die nicht reizt, dass du Hunger erlebt hast und so, das ist,
das muss ja also enorm einschneidend sein, oder? Ja, das Hunger. Dass er dann gleichzeitig auch also mal gesagt, das Hunger nach Liebe ja. ist stärker gewesen als die körperlichen Entbehrungen, ja. die vergisst man stärker als ja. die. Ja. ja. Es steht dann eben gleichzeitig auch geschrieben dort, dass das eigentlich auch gleichzeitig eine Verbesserung der Situation war, das Kinderheim. Dass mhm. auch eine gewisse Erleichterung stattgefunden hat. Eben, es gab bessere Ernährung, es waren wahrscheinlich andere Kinder da. Wie hast du das dann erlebt dort? Ich habe es als eine gute Erfahrung gehabt. Ich selbst wurde nicht geschlagen in diesem Heim. Gebetet habe ich fürs Leben genug da. Mhm. jeden Morgen um 5:30 zur Frühmesse und immer auch stillschweigen. Wir durften nicht reden. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit zwischen nach dem Frühstück, bis die Schule begann. Da konnten wir uns austauschen und kichern und machen. Und abends halt auch wieder. Wir mussten viel schweigen. Und wenn wir dann reden durften, dann hat es also richtig, habe ich Gas gegeben. Und ich musste halt manchmal länger in der Ecke knien und den Rosenkranz beten. Und ja, die Kollektivstrafen fand ich nicht so toll. Aber wir haben auch immer zusammengehalten. Die Mädchen, wir waren ja nicht mit den Buben zusammen. Eben, dein Bruder wurde ja auch ins Heim eingewiesen. Im Gleichen, ja, ich habe ihn... Aber du hattest eigentlich quasi keinen Kontakt wegen der strikten Geschlechtertrennung im Heim. Und wir hatten da nur die Grundschule, also die Primarschule. Und mein Bruder, der durfte, weil er ein Junge war, nur die Jungs, die Mädchen nicht, die durften außerhalb zur Schule. Das war eine Klosterschule und er konnte in die Mittelschule. Und dann habe ich gesagt, ich will in die Sekundarschule. Ich habe gesagt, ja, dann muss ich weg. Und dann stand eines Tages eine Frau da, kleine Frau. Ich weiß nicht, wie die auf mich gekommen ist. Mit einem leeren Koffer und hat mich mitgenommen. Damit du die Sekundarschule besuchen kannst. Aber die Schule hat dann im Heim selber stattgefunden, der Unterricht. Nein. Oder das war? Nein. Die Sekundarschule. Im Heim selber war man im Unterricht und dann für die Sekundarschule musstest du eben wegziehen. Und das war dann die nächste Platzierung, die stattgefunden hat. Da war zu lesen, dass die Pflegemutter depressiv gewesen ist, Medikamente nahm und die Hausarbeit eigentlich weitgehend dir überlassen hat. Ja. Ja. Also eine große Last. Da war ich 12. Eine große Verantwortung schon mit 12. Wie hast du es dann in der Schule erlebt? Man hört auch immer wieder von Lehrern und so weiter, die eben auch die Kinder nicht gut behandelt hat. Wie hast du denn die Schulzeit erlebt? Also ich war gerne zur Schule gegangen und ich habe auch ganz fleißig meine Hausaufgaben gemacht. Dann wusste ich, ich habe das auch in die Länge gezogen, da musste ich nicht Hausarbeit machen. Aber ich durfte außerhalb von diesem Pflegeplatz, keine Freundschaften schließen. Ich durfte jetzt nicht, das ist so, zu Kindern, also zu anderen Mädchen nach Hause. Oder ich musste immer gleich wieder nach Hause und durfte mich nie mit denen treffen. Also du warst auch dort wieder alleine? Ja. Und der Lehrer selbst, der hat mich nicht jetzt anders behandelt wie die anderen. Er hat auch ab und zu Aufsätze von mir vorgelesen, er fand die besonders gut und es hat mich gefreut. Aber der Pfarrer, der war gemein zu mir.
Ja, hat mir so Schlötterling angehängt, also vor der ganzen Klasse, oder der mochte mich nicht. Schwierig war auch das Verhältnis zum Pflegevater. Ja. Dort ist es zu Übergriffen gekommen. Also sexueller Missbrauch, ja. Und du hast dann auch versucht, dich zu wehren, aber das hatte keinen Erfolg. Ja, ich hatte. Der Vormund kam mal vorbei und dann habe ich dem Vormund habe ich das erzählt und dann ging er mir unter den Rock und hat gesagt, hat er das mit dir gemacht, hat er das mit dir gemacht und ja. Und du warst wieder alleine. Ja. Niemand, der dir Nee. hilft, also Nein. aussichtslos irgendwo Ja. Hilfe zu kriegen. Und wie muss ich das mir vorstellen? Was passiert da in einem? Also ist das der totale Rückzug, der dann stattfindet, oder was geschieht? Ja, ich habe mich nachts dann oft ins Zimmer eingeschlossen, habe einen Kasten vor die Tür gestellt, dass mein Pflegevater nicht mehr reinkonnte und dann war ich allein. Ich habe keine Bücher gehabt. Sie haben nur die Bibel und die Heilige Schrift haben sie ge gehabt, da habe ich darin gelesen. Und ich habe eigentlich sehr oft zu Gott gebetet. Ich habe auch das vom Kinderheim natürlich, dieses Beten hat mir gut getan. Da habe ich wenigstens eine Zuflucht gehabt. Das dritte Jahr Sexschule, das durftest du dann nicht mehr Nein. besuchen. Also auch das wurde Gestrichen. Ich gestrichen. hätte genug gekostet bis anhin. Und der Vormund, der wollte dich dann in eine Kochlehre stecken. Ja. Aber das kam dann nicht. Ich wollte nicht. Ja, da hast du dich gewehrt, gesagt, Ja, das möchtest du ja. nicht. Ich wollte eigentlich länger zur Schule gehen und Kindergärtnerin werden. Aber du hast dann ein Haushaltlehrjahr. Beim Sohn vom Vormund. Ja. 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 Also auch dort in einem schwierigen Verhältnis. Ja. Aber. Und ich habe dann gesagt, nach dem Haushaltlehrjahr, ich will jetzt die französische Sprache lernen. Und ich war immer, ich habe gesagt, ich will, ich will, ich will. Halt einfach dieser Trotz ist mir geblieben, bis heute eigentlich. Und ich konnte das tun und der Vormund hat nie Nein gesagt. Der wusste, ich habe das vielleicht auch dann ausgenutzt. Ich habe gesagt, ihm angerufen, ich wechsle die Stelle im Welschland, ich werde da ausgenützt. Der hat sich nie gemeldet. Ich habe ihn informiert, aber kam nie was von ihm zurück. Also hat eigentlich auch sich seine Verantwortung gar nie Nein, wahrgenommen. nein. Eben, du bist dann für die Lehrstelle in die Deutschschweiz zurückgekehrt und dann ist ein sehr schwerwiegendes Ereignis geschehen, eigentlich während dieser Lehrzeit. Da hat sich nämlich deine Schwester, deine 4 Jahre ältere Schwester, hat sich das Leben genommen. Und das war ein. Es war für mich ein Schock, erstens eben durch meinen tiefen Glauben. Also das war damals eine Todsünde. Und ich habe gedacht, was passiert jetzt mit ihr? Also es war halt auch noch sehr kindlich, die kommt in die Hölle und das geht doch gar nicht. Und ich war 16,5, ich war in der Lehre. Und ich musste am Tag funktionieren, am Schalter stehen. Ich habe die Postlehre gemacht und habe halt dann nachts, ich war allein in einem Zimmer, in einer fremden Familie, habe ein Zimmer gehabt, da habe ich halt nachts geheult, geweint über den Verlust von meiner Schwester. Und die Frau hat das gehört. Am Morgen habe ich halt dann den Wecker nicht gehört. Und die Frau hat das gehört, dass ich nachts immer weine. Eines Nachts kamen zwei weiß gekleidete Männer rein mit einer Trage, haben mich darauf gezerrt, gebunden und Spritzen verabreicht. Und da war ich über 2 Monate mit 16,5 in der psychiatrischen Klinik Hasenbühl in Liestal.
Und also da wurdest du eigentlich zwangseingewiesen. Zwangseingewiesen, ja. Und was die mir verabreicht haben, weiß ich nicht. Also, und ich hatte wieder niemand draußen. Also niemand, der dir beisteht in dieser Zeit? Oder da hatte ich eine ganz gute Kollegin von der Post, die war schon über 20 und die hat sich eingesetzt, dass ich wenigstens die Lehre fertig machen kann. Alle Hebel in Bewegung gesetzt und die hat auch gewusst, wer der Vormund ist. Der war nicht mal informiert. Also und eines Tages konnte ich dann raus und die Lehre fortsetzen, ohne dass ich länger hätte weitermachen müssen. Und diese Akten habe ich noch nicht. Das ist der nächste Schritt, da nachzubohren. Du hast gesagt, nach dieser Erfahrung habe ich mir geschworen, nie mehr zu weinen. Ja. Weshalb? Weshalb? Nicht mehr zwangseingewiesen zu werden. Nee. Das war schrecklich. Also du verbandest wirklich Weinen, dass man in die Klinik muss und eigentlich als Schutz, das ja nicht als Schutz. Kein Vertrauen mehr. Genau. Nichts. Ja. Ich habe dann später mit 22 habe ich den Lernfahrausweis beantragt in Basel. Und die haben einen Eintrag gehabt und haben gesagt, ich müsse mich zuerst psychologisch untersuchen lassen. Ich könne den nicht haben. Da habe ich gewartet, bis ich verheiratet war. Da gab es noch kein Internet. Und gab es kein Problem. Ich habe den Lernfahrausweis bekommen unter dem neuen Familiennamen und ja. Du hast dann später selber auch eine Familie gegründet. Ja. Deine Familie ist heute auch anwesend. Ich darf sie ganz herzlich begrüßen. Freut mich sehr. Danke. Und ich glaube, wir werden vielleicht dann später noch auf verschiedene Punkte da zu sprechen kommen, aber ich denke, wir können jetzt auch mal so auf den dritten Teil zu sprechen kommen. Der Titel der Veranstaltung lautet ja emotionale Entwurzelung und ihre Folgen. Und ich möchte, du hast mir im Vorfeld dieser Veranstaltung, hast du mir auch etwas zugestellt, einfach um zu sehen, wie du dich eben auch mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Es geht jetzt nicht mal um die einzelnen Punkte, die darauf geschrieben sind, sondern nur um zu zeigen, wie systematisch, wirklich systematisch du dich auch mittlerweile eigentlich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Also da hat wirklich ein Prozess eingesetzt und ich fand das sehr beeindruckend zu sehen, wie wirklich da mit deiner Systematik du da vorgegangen bist. Und ich denke, wir wollen dies jetzt auch ein bisschen vertiefen. Eben, du sagst, es war eine emotionale Entwurzelung. Wie hat sich diese emotionale Entwurzelung bei dir geäußert? Also erstens, dieser abrupte Bodenverlust, das Auseinandergerissen werden von meinen Geschwistern und auch von meinem Vater. Du warst nie richtig in einer Gemeinschaft. Nein. Das ist sicher etwas sehr Prägendes. Aus dem sozialen Umfeld war ich draußen. Das hat sich auch nicht etwas Vertrautes aufbauen können, dass Stabilität gibt. Und das war dann die Wirkung dieser Entwurzelung. Was war die Reaktion darauf? Ich hab gespürt, dass ich was, dass ich mit meinem Leben was machen muss. Ich habe natürlich auch ist schon auch hochgekommen, jetzt muss ich, ich will Liebe,
und habe das halt immer gedacht, ja, dieser Partner, dieser Mensch muss doch das spüren und mich lieben und mich auffangen und mich. Aber das ging nicht, bis ich zu mir gekommen bin und gesagt habe, ich muss zuerst meine Wurzeln in mir erarbeiten. Ich muss daran gehen, ich muss meinen Panzer öffnen, den ich mir über die Kindheit und Jugendzeit anschaffen musste, um meine Seele zu schützen. Ich muss da raus, ich muss da aufbrechen. Du hast dann mal entschieden, dir eben auch Hilfe zu holen, eine Therapie, von außen Hilfe zu holen, zu machen. Ja. Ja. Wann ist dann das etwa geschehen? Ist das erst im späten Zeitpunkt geschehen oder ist diese Erkenntnis schon das bald gekommen? Das war in den Anfangs 80er Jahren, ist das geschehen. Ich habe gespürt, so geht das nicht weiter, ich muss was machen. Ich habe zwei Kinder, die können nicht eine Verantwortung für mich übernehmen, wenn es mir schlecht geht oder ich muss mir von außen Hilfe holen. Dann habe ich mir gute Therapeuten gesucht. Da habe ich wirklich auch Bioenergetik gemacht, mit auch viel Reden, zuerst Einzelgespräche und nachher in einer Gruppe. Und da habe ich zuerst dann wieder eine Gemeinschaft gehabt in dieser Gruppe. Und da habe ich auch Resonanz bekommen. Gute Resonanz, wo mir fehlte. Meine Mutter war weg und ich denke, da dieser Augenkontakt, dieses Vertrauen, was eine Mutter einem Kind geben kann, das war einfach weg. Und da habe ich wieder in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe, habe ich lernen können, ich darf hier offen reden, ich darf mich öffnen, ich bekomme Feedback, ich werde gesehen und ich sehe mich auch in den anderen. Das hat mir langsam Boden gegeben. Du hast mir noch einen Text von Jeanette Fischer gegeben, der Psychoanalytikerin, sie ist hier auch schon aufgetreten und ich möchte da auch kurz etwas vorlesen, was sie gesagt hat. Ich zitiere sie: Das Trauma ist eine psychische Wunde, vergleichbar mit einem Leck im Schiff. Das Schweigen ist die zentrale Schutzzone eines jeden Traumas. Schweigen bedeutet, keine Sprache mehr zu haben für das Erlebte, weil es unerträglich war und auch, weil es kein Ohr gab, das hörte. Und weiter schreibt sie, dem Schweigen ist die Ohnmacht und die Angst immanent. Das Loch im Boot ist die Ohnmacht. Mit einem ständigen Wasserschöpfen, in der Bedrohung des Untergangs, in der Einsamkeit dieser Arbeit, in der Not dieser Handlung. Also ich fand es noch ein schönes Bild. Also ein Trauma ist wie ein Leck im Schiff und wenn man nicht versucht, irgendwie das ein bisschen zu schließen, ist man das Leben lang mit Wasserschöpfen beschäftigt und irgendwann geht einem die Kraft aus und das Schiff droht trotzdem unterzugehen. Kannst du mit diesem Bild etwas anfangen? Hast du das auch so empfunden? Ja, das finde ich wunderschön, dieses Bild. Deshalb habe ich auch immer weitergemacht mit meinen Therapien. Ich konnte ja auch Gutes schöpfen, wenn ich jetzt so das nehme. Und so konnte ja auch das Loch geschlossen werden, dieses Leck. Du hast ja dann ganz Unterschiedliches auch gemacht. Du hast zum Beispiel noch eine Ausbildung zum Klon absolviert. Gemacht, ja. Das hat mich über mich selbst lachen. Da habe ich gelernt. Hat mir auch... Ja, im Nachhinein muss ich... Ja, ich habe zum Lachen zurückgefunden. Obwohl das nicht immer einfach war. Ich hatte aber mir Sachen rausgenommen, zum Beispiel wir mussten irgendwas mich beschämt hat in meiner ganzen Kindheit oder Jugendzeit oder sonst, das
in die Öffentlichkeit bringen. Und da habe ich gedacht, ich habe mich immer über die Kleider geschämt. Manchmal, die haben nach Mottenkugeln gerochen, als Kind. Bin ich ins Brockenhaus und habe mir solche alte Kleider angezogen und bin dann von Winterthur bis Interlaken im Zug gefahren, am Sonntag in dieses Seminar und habe das einfach so nochmals ins Leben gerufen und konnte darüber selbst lachen. Und das hat jetzt einfach gehört zu meiner Biografie. Nochmals diese Scham spüren, auch das Getuschel von den Leuten, aber das hat mir irgendwo gut getan, mich so nochmals zu zeigen. Weil ich kann das nicht wegretuschieren. Das gehört in meine Geschichte rein. Glaubst du, dass diesen Weg mittlerweile auch viele gehen, dass sie sagen, ich brauche auch Hilfe und ich lasse das zu? Oder bist du da eher immer noch die Ausnahme, die das aktiv angeht? Oder wie erlebst du das, wenn du mit anderen Betroffenen sprichst? Also, ich glaube, vieles müssen vielleicht nicht meinen Weg gehen. Es gibt sicher solche, die das in einem Hobby finden, die das, ich sage jetzt, mit dem Partner austauschen können. Das konnte ich nicht. Oder viele fressen das natürlich in sich rein. Also wie meine Geschwister, die dann lieber den Weggang suchen. Also diesen finalen Ausgang. Aber es gibt verschiedene, ich sage jetzt nicht, alles müssen jetzt Therapien machen. Vielleicht gute Gespräche oder mit Freunden, wo sie aufgefangen werden, kann auch helfen. Oder sie können sich ausdrucken in der Kunst oder in der Musik oder im Schreiben. Viele haben das so verarbeitet, indem sie ein Buch geschrieben haben. Und ich habe halt jetzt diese Körpertherapien gewählt. Mhm. Ich musste meinen Panzer aufbrechen. Und die nicht eine Selbstaggression zu wählen wie meine Geschwister, sondern agieren nach außen, von mir her. Das hat mir sehr gut getan. Anderer Bereich war auch, dass du dann aktiv auf Spurensuche gegangen bist, dass du auch Einsicht in verschiedene Akten genommen hast. Was hat dich interessiert? Was bist du schauen gegangen? Also mich hat zuerst interessiert, wie sind die Leute ausgewählt worden, das weiß ich immer noch nicht, die Pflegekinder aufnehmen. Wo haben die sich gemeldet? Wie sind die zu uns gekommen? Wie konnte jetzt die Polizei oder der Waisenvogt war damals noch mit dabei, wie haben die diese Familien ausgesucht? Gab es da irgendwo ein Anschlagebrett oder wurde das in der Kirche von der Kanzel erzählt? Das sind Verdingkinder zu Pflegekinder, Pflegeplätze gesucht, das weiß ich bis heute nicht. Es gibt, glaube ich, auch relativ wenig Schriftlichkeit. Ja. Wie kann man eine Siebenjährige in eine Sägerei geben, die selbst keine Kinder haben? Und die Leute, die waren ja fast 50, die anderen waren 60. Man hat nicht hingeschaut, man hat einfach die Kinder verstreut. Aber eine der Erkenntnisse war dann eben auch, dass du entdeckt hast, dass dieser Amtsarzt dich eigentlich genau vor der Einweisung in die Beobachtungsstation, die psychiatrische, bewahrt hat. Und das war mein Highlight, also in dieser Suche. Ich glaube, ich habe laut geschrien und gesagt, voilà, einer hat zu mir gehalten. Da gab es einer, der mich bewahrt hat. Ich habe ein bisschen geschaut, aber das Heim gibt es nicht mehr, Oberziel.
aber die haben so eugenisch, was sagt man, nicht eugenisch, Montalta-Bewegung hat das geführt. Ja. Also so, ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch dann wirklich versorgt worden wäre oder vielleicht zwangssterilisiert mit meiner Diagnose, die er da gestellt hat. Aber mir hat das zuerst mal gereicht, dass mich dieser Arzt bewahrt hat, mir geholfen hat. Und ich wünschte, es wären noch viel mehr positive Sachen in diesen Archiven. Und nicht nur. Ja. Und diese Spurensuche in den Akten, geht die immer noch vor sich oder hast du die abgeschlossen? Nein, nein, das nächste ist diese psychiatrische Klinik. Da will ich jetzt rangehen. Ich will auch wissen, was haben die mir für Spritzen verpasst. Und ich meine, ich war 16,5. Also da war ich mit circa 40, 50 Frauen in einem Saal. Wir mussten uns alle nackt ausziehen und sich ohne Vorhang einfach alle am Brünneli waschen. Und ich habe bis dahin noch nie eine nackte Frau gesehen. Also ja. Die Zeit ist schon langsam um, aber ich möchte eigentlich mit etwas enden, mit einer weiteren quasi Bewältigungsstrategie, die du auch gewählt hast. Nämlich, du hast mir gesagt, dass du auch einmal damit begonnen hast, Märchen zu schreiben. Ja. Du hast mir dann auch ein paar Märchen zugestellt und wir haben eigentlich beschlossen, dass wir den Teil zusammen hier auf der Bühne mit einem solchen Märchen abschließen möchten. Sie haben dann danach auch die Gelegenheit, noch weiter zu sprechen, Fragen zu stellen. Aber zunächst darf ich dich bitten, dein Märchen mit dem Titel Der Lebensbaum und der Wert der Tränen dem Publikum vorzutragen. Danke. Der Lebensbaum und der Wert der Tränen. Es war einmal in einem fernen Land eine große Hungersnot. Jahre schon hatte es nicht mehr geregnet. Es gab kein grünes Blatt, keine grünen Wiesen mehr. Es gab keine Wälder, keine Sträucher. Alles war wüst, karg und leer. Die Kobolde, die sich bis anhin unter den großen Blättern und Farnen verstecken konnten, waren nun den heißen Sonnenstrahlen und den Blicken der Menschen ausgesetzt. Sie waren sehr traurig und wussten nicht mehr ein noch aus. Wie gerne wollten sie wieder fröhlich und lustig sein. Aber sie weinten und weinten. Sie weinten um die Wette, tagelang und nächtelang. So weinten sie nachts im Schlafe, sie weinten in ihren Träumen, sie weinten so viel und ausgiebig, dass sich die Erde unter ihren kleinen Wichtelfüßchen aufweichte. Plötzlich fing die Erde an zu sprießen. Die Kobolde freuten sich und begannen wieder zu singen und zu tanzen, so dass auch die Menschen und die Riesen wieder zu Leben erwachten. Und aus ihren Augen kullerten, ob des schönen Gesangs, große Tränen. Die Riesen erhoben sich wieder und spendeten den Kobolden und den jungen Pflänzchen viel Schatten. So wuchsen lauter Tränenpflänzchen heran, so auch das tränende Herz, aus dessen Blüten die Tränen rannen und in den Boden sickerten. Nachts, wenn die Menschen und die Riesen sich zur Ruhe legten, begann die große Tätigkeit der Kobolde. Mit Blütenblättern eilten sie von Mensch zu Mensch und von Riese zu Riese und fingen die Tränen auf, die den Schlafenden beim Träumen über die Wangen liefen. Sie sammelten und behüteten diese kostbare Flüssigkeit und sie begossen damit ihre Pflanzen. Eine Pflanze wuchs immer weiter und wurde ganz groß,
größer als der größte Riese. Sie stand dort, wo das tränende Herz ihre Flüssigkeit in die Erde abgab. Die Wurzeln des großen Baumes reichten tief in die Erde hinein. Die Menschen und die Riesen sahen an seinen großen Ästen große Früchte wachsen. Die Riesen holten die reifen Früchte runter und die Kobolde durften sich nun ausruhen. Die Menschen waren dem großen Baum, ihrem Lebensbaum, sehr dankbar. Er wurde von ihnen behütet als ihren großen Schatz. Sie freuten sich sehr und schauten sich oft an. Und wenn sie Tränen entdeckten, wurden sie nicht mehr weggewischt, denn sie schämten sich nicht mehr ihrer Tränen. Dankbar gaben sie mit ihren Tränen der Mutter Erde Nahrung, so wie die Mutter Erde sie mit ihren Früchten nährte. Durch die Hilfe der Kobolde und Riesen erkannten die Menschen in ihren Tränen den wunderschönen Schatz, der den Boden erweicht und so neues Leben erwachen kann. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch eigene Kommentare abzugeben. Mein Kollege Michael Fritsch ist mit dem Mikrofon unterwegs, damit man sie auch überall versteht. Wer möchte sich zu Wort melden? Dann hätte ich gerade eine Frage. Ja. Haben Sie Personen aus Ihrer Jugend, sei es von Ämtern oder Pfarrer oder so, im späteren Leben wieder getroffen? Nein, das habe ich nie. Aber ich habe vor 2 Wochen habe ich dem Sohn des Amtsarztes, der Amtsarzt ist schon lange verstorben, und der Sohn hat den gleichen Namen wie sein Vater, habe ich rausgesucht aus dem Telefonbuch. Und dem habe ich eine Einladung geschickt und habe ihm geschrieben, ich würde ihm gern eine Kopie dieses Briefes aushändigen. Aber er ist auch schon 80 und er hat sich sehr gefreut, aber wir haben uns nur am Telefon gesprochen. Und er hat Freude gehabt und hat gesagt, er sei seinem Vater sehr dankbar. Mich würde interessieren, wann haben Sie Ihren Vater und Ihre Stiefmutter das letzte Mal gesehen? Also wie alt waren Sie, als Sie den beiden wieder begegnet sind? Also ich musste vom ersten Pflegeplatz, bis entschieden wurde, ob ich jetzt nach Oberzil komme oder ins Kinderheim Mariazell, da musste ich nach Hause. Aber das war vielleicht 2 oder 3 Wochen. Und zu meinem Vater hatte ich keinen Kontakt mehr. Ich habe ihn dann mal angerufen. Boah, er war mal im Spital und herzkrank, und ich habe ihn dann noch ungefähr 3 Wochen vor seinem Tod habe ich ihn im Pflegeheim besucht. Aber sonst habe ich nie mehr Kontakt gehabt. Ich bin zuerst jetzt bei meinem Vater, er hat ja uns auch im Stich gelassen. Und ich habe ihn lange, lange idealisiert, weil er uns Kinder nicht geschlagen hat. Er hat mich auch, also im Kinderheim ist er so 2-mal im Monat vorbeigekommen und hat so ein kleines Schokostängeli uns Kindern gebracht. Ist mit dem Fahrrad 30 Kilometer hin und wieder zurückgefahren. Aber ich hatte eigentlich nicht so Kind
Vater-Beziehung konnte ich nicht aufbauen, das ging gar nicht. Ich denke, Sie hatten gar keine Emotionen für Ihren Vater. Nein, aber ich habe ihn trotzdem idealisiert, weil er uns nicht geschlagen hat. Das war für mich der Größte. Und die Stiefmutter, wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Das war beim Begräbnis von meinem Vater und von meinem Bruder. Aber das war auch so, einfach so, soll ich sagen, so wie eine fremde Frau. Also ich weiß nicht, wenn ich mir das vorstelle, was ich gemacht hätte mit dieser Frau. Ich darf das hier gar nicht sagen. So eine Wut hätte ich gehabt gegen die. Ich glaube, egal wie alt die gewesen wäre, ich hätte meine Wut nicht zügeln können. Ich habe die Wut ihr schon irgendwie gegeben, aber ich habe sie halt mit meinem Nichtbeachten dann bestraft. So. Und ich war noch nie jetzt, sie ist schon längstens tot, ich habe ihr Grab nie besucht. Das werde ich auch nicht tun. Sind Sie heute glücklich? Sehr. Sehr. Und ich bin auch dankbar, und dass meine Tochter mit ihrem Mann hier ist, mein Sohn, mit seiner Frau, mein Mann, meine Schwägerin, mein Neffe, der Sohn meines verstorbenen Bruders mit seiner Frau. Wir haben heute eine gute Beziehung, und es tut mir auch leid, und ich spüre jetzt ganz stark meinen Neffen, und ich denke, das hat auch eine große Wirkung auf die folgende Generation. Und dieser Verlust, der schmerzt immer wieder. Ja. Aber ich denke, ich finde es schön, wenn ich heute offen darüber reden kann. Das kann sich auch vieles, kann auch Heilung entstehen, denke ich, dabei. Auch für die nächste Generation, dass das nie mehr passiert, sowas. Dass Familien so auseinandergerissen werden. Sind Sie einmal an die Orte, an denen Sie gelebt haben, zurückgekehrt? Von außen, ja, mit meinem Mann. Und das war noch, ich bin nicht ins Haus rein, aber das Haus gibt es immer noch. Und der Garten auch, mit dem Gartenhag, wo mein Vater viel Gemüse hochgezogen hat, und ich war mit ihm immer im Garten. Er hat mir auch die Naturverbundenheit gegeben, die ich bis jetzt immer ganz stark spüre. Und der Holunderbaum, der war immer noch da. Ja, der ist verflixt. Nee. Und ich... In meiner Erinnerung, das war noch ganz verblüffend, ich habe meinem Mann immer gesagt, du, ich hatte so einen weiten Schulweg. Und das ist ja elendlang. Und wo wir hingekommen sind mit dem Auto, habe ich gesagt, das war ja gar nicht so weit. Da gab es ja eine, ich habe ja immer die Abkürzung genommen, das war ja nicht so weit. Aber ich war damals klein, 6, 7, oder? Du siehst ja nicht so in die Weite, ich war nicht eine Große. Und ja, es war verblüffend, so solche... Im Kinderheim war ich auch mal. Ja, im Kinderheim Mariazell. Und ich wollte genau wissen, wie lange
ich war und wie lange meine Schwester. Meine Schwester kam ein bisschen später, ungefähr 3 Monate später rein. Und dann kam die Schwester Petronella mit einem dicken schwarzen Buch, hat das aufgeschlagen und hat mir genau sagen können, du bist an diesem Tag, bist du da gewesen. Und ich habe jetzt im Netzwerk verdient, im Verein habe ich eine Frau kennengelernt, die war natürlich 10 Jahre später wie ich im selben Kinderheim. Und da sind wir jetzt dran, auszutauschen und diese Schwester Petronella zu besuchen. Die lebt noch, eine von den wenigen. Ich habe eine Frage noch wegen dem sexuellen Missbrauch durch den Pflegevater. Ist er einfach ungeschoren davongekommen oder hatten Sie noch die Möglichkeit, den später damit zu konfrontieren? Oder gab es sogar eine Anzeige? Oder? Nein, das gab es nicht. Ich habe geschwiegen, weil der Vormund hat, ich wollte es ihm anvertrauen und er hat Übergriffe gemacht. Und ich konnte zu niemandem mehr Vertrauen haben. Aber der Sohn, der war ausgezogen, der war damals 20, der war nicht mehr zu Hause. Und wie ich weg war, hat er mir mal geschrieben, da war ich ungefähr 17 oder 17,5, warum ich sie nicht besuchen komme. Und ich habe ihm das in einem Brief geschrieben, alles geschrieben, er hat nie geantwortet. Aber der ist natürlich, der Pflegevater ist schon längst verstorben. Ich meine, ich bin 70, also der müsste ja jetzt ungefähr 110 sein. Ja. Ja. Also zuerst, ich bin tief beeindruckt von Ihren Schilderungen. Vielen Dank. Entschuldigung? Ich bin tief beeindruckt von Ihren Schilderungen. Vielen Dank, Dankeschön, dass Sie das mit uns teilen. Ich habe eine Frage bezüglich Ihren Erwartungen an den Staat, bezüglich der Wiedergutmachung, wenn man das eben so nennen kann. Welche Erwartungen haben Sie von den staatlichen Behörden? Dass Sie heute, also im Hier und Jetzt eigentlich. Im oder? Hier und Jetzt und auch zukünftig. Zukünftig. Also ich möchte doch sagen, dass das, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch bei Kindern heute, bei Kindern, bei Jugendlichen hinschauen, hinhören und lieber einmal mehr die Familie unterstützen und die Familie mitbegleiten, als die Kinder mit Ritalin vollstopfen oder sie in fremde Pflege geben. Manchmal ist es angesagt bei wirklich schwerem Missbrauch oder was heute passiert. Aber sonst hinschauen und die Eltern unterstützen. Wenn man den Eltern vielleicht einen Zustupf geben würde und sie nicht ins Heim abschieben. Auch heute gibt es immer noch Armut. Also da, für das bin ich da. Wie war es für Sie, Mutter zu werden, selber dann mit den eigenen Kindern? Sie haben ja die Therapie erst nach der Geburt Ihrer Kinder angefangen, so wie Sie erzählt haben. Wie war das für Sie? Ich staune, wie Sie mutig waren, das zu wagen. Ja, jetzt sage ich noch was. Meinen Sohn, das war, habe ich unehelich geboren. Damals eine Schande, das war 1969. Und Man wollte die ganze Schwangerschaft mir den Sohn abspenstig machen. Also ich hätte ihn zur Adoption freigeben sollen. Und da kam halt wieder mein Willen. Und bei der Geburt, das war nicht so einfach.
Ich wurde damals 1969 im Basel Frauenspital, war ich in einem Saal mit 8 Betten. Ich musste meine Geburt abverdienen, weil ich vorher im Ausland war. Ich hatte keine Krankenkasse. Und ich war als Volontärin im Frauenspital Basel. Ich habe bis zum Tag der Geburt gearbeitet und habe 5 Franken bekommen im Tag. Und dann stand außen angeschrieben Frau, 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 Fräulein, Frau, Frau, Frau. Also das sind auch so, und ich habe Angst gehabt. Einmal habe ich ein falsches Kind, haben sie mir ans Bett gebracht, weil er hatte schon immer eine tiefe Stimme vom Baby an. Und ich habe gesagt, das ist nicht mein Sohn. Das ist er nicht. Ja. Und es war ein Kampf für beide ins Leben. Und 4 Jahre später hatte ich die Tochter. Und sie hat mich mal gefragt, ob ich sie gestillt hätte. Da habe ich gesagt, nein. Ich konnte auch meinen Sohn nicht. Das war für mich, sag's jetzt, zu viel Nähe, die ich nie gespürt habe. Das habe ich jetzt noch niemandem erzählt, aber euch jetzt her, und auch meine Kinder haben das noch nie so gehört. Aber ich bin da jetzt ehrlich und offen und mach nichts. Gibt es noch weitere Worte? Ja. Es ist etwas, was mir enorm auf der Zunge brennt. Als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, was ich da hören werde. Wenn man von Verdingkindern gesprochen hat oder einfach gehört hat, sah man immer die Kinder, kleine Kinder, die arbeiten mussten, bei Bauern, die geschlagen wurden, nicht zu essen hatten. Aber sie haben uns jetzt gezeigt, dass ein Verdingkind eben die emotionale Entwurzelung genau gleich ist, wie das, was die anderen erlebt haben. Aber wenn man das nicht so wie von Ihnen jetzt geschildert zu hören bekommt, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass dies eben auch ein Verdinking war. Und das fand ich sehr gut, dass Sie uns hier eben die Augen geöffnet haben, dass es verschiedene Arten von Verdingkindern gibt, nicht nur die, die das Schlimmste erlebt haben, sondern das, was Sie eben genau gleich erlebt haben, die emotionale Entwurzelung. Danke. Danke vielmals. Danke. Gibt es noch Fragen oder eine Wortmeldung? Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, in etwas anderem Rahmen weiter miteinander zu sprechen, auch, das gesagt, ein bisschen zu verarbeiten, setzen zu lassen, uns ein bisschen auszutauschen. Und zwar lade ich Sie alle herzlich ein zu einem kleinen Aperitif im 2. Stock. Es gibt etwas Kleines zu essen und zu trinken. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie dort auch noch dabei wären. Noch ein letzter Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung. Die findet am Dienstag, 13. Dezember, statt. Da werden wir den Film Turi zeigen, ein Film über Arthur Honegger. Das Dokument eines Mannes, das Schicksal einer Generation. Ein sehr empfehlenswerter Film wird hier in diesem Raum gezeigt werden. Am Schluss darf ich dir einfach noch ganz, ganz herzlich für diesen Abend bedanken. Es war eine schöne und zutiefst berührende Begegnung. Ganz herzlichen Dank, Theresa Rohr. Dankeschön. Herzlich. Danke dir. Vielen Dank. Danke.